Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4 und ihr habt es euch gewünscht und ich bin selber auch total süchtig und hier ist mein Build, den ich für Season 4 mit den Druiden als erstes spielen werde, der sich auf neue Units konzentriert und den ich sogar schon mal gespielt habe. Und zwar, ich glaube, es war Season 1 oder Season 2, habe ich mir hier ein Video gemacht. Das Ganze ist vom 1. September 2023, also schon über ein halbes Jahr her. Und damals sah der Build so aus. Einfach mal auf die Abklingzeiten, was da unten passiert. Außerdem ist auch alles, was mit der gesehen, den Ressourcen zu tun hat, vollkommen egal. Ihr seht ja das unten, was ja da unten passiert mit den ganzen Abklingzeiten. Ja, und das ist genau das, worum es sich bei dem Bild dreht. Der jetzt hier von Season 4 am Start ist, natürlich nochmal ein bisschen anders und komplett auf die Spitze getrieben. Nicht nur wegen der Vollendung und Härtung, sondern auch wegen Earthbreaker und Jens Blessing und dann auch Tyrael's Macht. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also, wo fangen wir an? Ihr habt gerade ein bisschen was gesehen. Es dreht sich darum, Sturmangriffe und Erdangriffe immer wieder im Wechsel, ohne Abklingzeit, mit der Key Passive Nature's Fury automatisch zu zünden. Das bedeutet, wenn ihr eine Sturmattacke zündet, dann habt ihr eine 30% Chance, dass sofort auch eine Erdattacke gezündet wird. Und deswegen spielen wir hier einmal Trample, was als Erdefertigkeit gilt. Wir haben Poison Creeper, wir haben Hurricane, wir haben Earthen Bulwark und dann auch noch die Ult mit Petrify. Und die alle im Wechsel sorgen dafür, dass ständig entweder Trample gezündet wird oder eine defensive Fähigkeit oder Hurricane oder Poison Creeper und und. Und das Geile ist halt, dass darauf aufgebaut der Earthbreaker extrem krass ist, weil Landslide jetzt nochmal tektonische Stacheln hervorhebt und sowohl Trample als auch Poison Creeper machen Landslide durch die Aspekte hier. Trample summons jetzt 6 Landslide Pillars und Poison Creepers aktiviert auch Landslide. Und das zusammen die ganze Zeit im Bubble. Hin- und Herwechsel kann dafür sorgen, dass wir die ganze Zeit, also die ganze Zeit werden irgendwelche Attacken getriggert. Das wird richtig krass. Und dazu noch Jens Blessing, was neu dazugekommen ist, was nochmal bis zu 60% Chance hat, einen Skill zu casten, der gerade auf Cooldown ist. Das wurde ja auch nochmal angepasst. Im PTA waren es 12 Sekunden Abklingzeit. Hier sind es nur in Anführungsstrichen 8 Sekunden Abklingzeit. Und ich glaube auch die Chance wurde nochmal erhöht. Also Jens Blessing passt hier auch nochmal extrem rein. Dazu T-Pauls Will, also T-Bolts Wille, wurde reduziert. Die Stärke kann sein, dass man das, wenn man höher kommt, abändert oder man vorher irgendwas Defensives nimmt. Da will ich mich nicht drauf festlegen. Kann sein, dass T-Bots Wille später rausgenommen wird. Aftershock braucht man auf jeden Fall wieder. Landslide-Aspekt. Tyrael's Macht will ich auf jeden Fall spielen. Ist das neue Uber-Unique. Egal, ob da was anderes besser ist, aber ich will Tyrael's Macht spielen. Sollte auch relativ einfach sein, das zu bekommen. Wir kriegen einen Funken durch die Season-Questline, wir kriegen einen Funken, wenn wir einen Level 200er Boss herausfordern und besiegen, und man kriegt einen Funken, wenn man Uber Lilith besiegt, beziehungsweise wenn man Uber Unique zerstört. 4 Funken braucht man, um sich ein Uber Unique zu craften, und dann werde ich mir sofort Tyrael's Macht machen. Godslayer Crown natürlich, weil sobald ihr einen Gegner stunt, immobilisiert, freezt oder so, werden die Gegner an euch rangezogen, und das mit Poison Creeper, Landslide und so natürlich sehr, sehr cool. Was man auch nicht vergessen darf, eure Ult wird eigentlich ständig aktiv sein, weil die Ult immer wieder reduziert wird, wenn diese Nature's Fury Passive proc't. Das Ganze hier durch diesen Aspekt auf dem Amulett. Bis zu 5 Sekunden sogar. Ich glaube, wurde angepasst. 5 Sekunden ist schon krass. Wenn das ein paar Mal passiert, könnt ihr sofort wieder die Ult zünden. Also auch extrem krass. Auf der Waffe, früher waren es die grünen, jetzt sind sie blauen. Einfach Crit-Schaden. Auf der Armor rot, da hat sich nichts geändert. Und auf den Amuletten, da muss ich gucken. Da habe ich halt jetzt noch keine festen Zahlen zu. Ob ich die weißen nehme, ob ich die Schädel nehme. Das muss man dann schauen, wo die Armor ist. Wenn ihr es nicht wisst, Armor ist ja seit Season 4 gecapped. Checkt auf jeden Fall meine alten Videos zu ab, habe ich alles erklärt. Ob man da Armor braucht, ob man auf Resistance geht. Da muss man dann schauen, wie die Resistance ist, weil auch
Die Resistance auf den Schmuckstücken wurde erhöht. Also da kann ich doch gar nicht sagen, ob wir mehr auf Resistance gehen müssen. Also der Build ist ja noch ein bisschen Work in Progress, was einmal Armor angeht und die Resistenzen gegen die Elemente. Spirit Boons ist auch klar, hat sich nichts geändert. Und dann kommt natürlich das große Ding mit der mit Vollenden und mit dem Härten. Da bin ich mir auch noch absolut gar nicht sicher, ob wir das so machen, wie ich es hier reingestellt habe. Also wichtig ist natürlich, dass wir Damage to Crowd Control Enemies haben, weil die werden die ganze Zeit crowd-controlled sein durch Poison Creeper. Dann habe ich hier normalen Damage mit reingenommen. Dann Chance, dass Landslide zweimal gecastet wird, das ist sehr wichtig. Ja, aber ansonsten gehen wir komplett immer auf Willpower, immer auf Damage und immer auf Crit-Schaden. Cooldown Reduction in the Offhand und natürlich die Crit-Chance hochhauen. Was ich an Vollendung hochhauen will, ist auf jeden Fall die Crit-Chance. Ich will immer critten und dann eventuell sowas wie Cooldown Reduction. Damit wir wirklich immer zünden können. Skilltree werde ich jetzt nicht so extrem drauf eingehen, den könnt ihr einfach abpausen. Ich denke, da wird sich, eventuell könnte man, je nachdem wie Resistance noch ist, den oberen Supreme Petrify rausnehmen und den hier in die Resistance hauen. Da kriege ich dann nochmal 5% mehr. Wie gesagt, das kommt halt drauf an, wie die Rüstung und die Resistenzen sind. Und Paragon Board hat sich auch nicht geändert. Das ist auch so wie früher. Das könnt ihr auch so komplett übernehmen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ihr seht auch schon, es sind eigentlich keine Uber-Unix drin. Ich würde sogar weder irgendeinen Schmuck nehmen, noch würde ich Harlekins Kronen nehmen oder so. Das passt schon so, wie es hier ist. Außer natürlich Tyrael's, macht aber nur, weil ich den unbedingt ausprobieren will. Wenn ihr euch ein bisschen, wenn ihr ein bisschen sehen wollt, wie der Build sein wird, dann guckt euch auf jeden Fall mein altes Video an von letztem Jahr. Kriegt man schon mal ein Gespür dafür, wie der Build abgehen wird. Ihr seht, da mache ich auch 1 Million Schaden und das damals schon 2 Millionen Schaden sogar, ohne dass ich die jetzigen Tyrael's mache. Das wird auch, ne, krass. Tyrael's macht ja immer, wenn ihr eine Attacke zündet und Full Life seid, dass Tyrael's Macht prockt. Das, ihr werdet so viel zünden, das wird extrem krass. Also ich habe richtig Bock auf den Bild und ich kann es gar nicht mehr abwarten auf den 14. Es ist jetzt noch eine Woche, Leute. Ich mache nochmal Werbung für unseren Clan. Wenn ihr noch einen Clan sucht für Season 4, kommt dazu. Lasst ein Follow da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Vielleicht mache ich nochmal einen Bild zu einem Magier, weil da habe ich auch extrem Bock drauf. Da wurden auch ein paar neue Sachen reingebracht, die extrem cool sein könnten. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, ein Follow da lassen. Ich würde mich immer über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.